Jetzt geht's auch. Wunderschönen guten Morgen und willkommen hier bei Bellwright. Und der Hirsch entkommt mir gleich, der einfach da Vollgas gibt. Na, ich wollte jetzt eigentlich nur ins Dorf gehen, nur Mitarbeiter besorgen. Und dann... Blöder Hirsch. Genau, und dann mal rübergehen in das andere Dorf zum Schauen, ob die Werkzeuge fertig sind. Er hat gesagt, das ist am nächsten Tag fertig. Wir haben den nächsten Tag. Schauen wir mal. Das ist auch komisch, der Flachs nicht ernten kann, wo der da steht, gell? Aber es ist halt Winter. Da kann man das halt nicht ernten. Ist halt so. Ein ausgebildeter Weber, der wird noch nicht zu uns kommen. Nur mehr Weber. Wer bist denn du? Have you seen the Elder yet? Sag mir, was du kannst, Barbara. Jagen 2. Na, schwächlich. Ist nicht das, was ich will. Sag, wer bist du? Looking for what is your name and why are you here? Aber ich kann die auch bezahlen. So ist es ja nicht. Das Geld habe ich auch schon auf der Seite. We are keeping the peace here in the name of Lord Ashborn. Don't try anything stupid. Aber 2. Herstellung auch 2. Aber maximal 3. Landwirtschaft 2, maximal 4. Das war gut, wenn wir dann im Fälle die Felder haben. Kämpfen ganz und gar nicht, außer mit dem Bogen ein bisschen. Die Annie. Anything you can spare, kind soul? Der Bauer mag wieder nicht. I heard the elder has been asking. Come and see me once we've had the chance. Magst du nicht? So. Are you new in town? Natalie. It's customary that you should greet the elder. Morning, lads. Keep an eye on those beggars. Arbeit auf 4, maximum 6. Das ist schon mal gut. Kochen am maximum 5. Another freezing morning. Forschung 4. Those lazy peasants better not be slacking off. Ernten ist sehr gut, Landwirtschaft ist auch gut. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das freut mich zu hören. Herzlich willkommen. Wie bist du ausgestattet? Wahrscheinlich mit gar nichts, gell? Und wir haben noch ein bisschen Material daheim. So, da gehen wir mal mit. Jetzt haben wir noch 500 Punkte. Oh. Jetzt eigentlich Fallschaden. Also, jetzt haben wir es nicht genau getestet, weil ich zwischen Hops auch gemacht habe. Drauf, dran, rüber. Okay, wo bleibst denn? Okay, brauchst du so viel Aufstand heute? Schauen wir schon, was wir für die nur haben. Das haben eigentlich meine anderen Mannequins schon. Und die ohne so ein Gewand. Übersicht. Inventar hätte ich gerne, aber es geht noch, wenn ich vorher noch stehe. Du hast auch noch kein so robustes Klamöttchen. Du schon, gell? Ja, du hast so eins. Wo ist unser Dritter im Bunde? Der hupt da oben umeinander. Muss ich auch noch wissen, weil ich weiß, wie viel ich herstellen muss. Also für die eine Dame auf jeden Fall. Hirsch, du bist momentan sicher, ich habe keine Zeit für dich. Im Holzfällen müssen wir schon mal weiter weggehen, der hat auch noch keins, oder? Der hat auch noch die weiße Klamotte, die wir vor Anfang auch hat. Ja. Brauchen wir 2-mal, 3-mal. Wohnung haben
Oma-Verdienung, genau. Zum Webstuhl. Dann brauchen wir dreimal die robuste Kleidung. Haben wir zwei auf Lager. Dann brauchen wir bloß noch einmal. Was ist das? Oh, hast du das hingeräumt? Eh, da, da. Nein, Knüppel haben wir keinen. Haben wir doch nicht mehr so viel, wie ich erhofft habe, fette Frau. Snow's coming. Best stock up on firewood. Wie denn die Klamotten? Das heißt, wir haben zwei auf Lager. Da sind's. Sehr gut. Und noch einmal Pfeile. How's that new weapon treating you? Ja, du kriegst gleich mehr bessere Kleidung. Ja. Oh, ist vielleicht ein bisschen fresh. Brauchen wir vielleicht noch Hosen für dich, hä? Naja. Brauchen wir eine Sehne, dann schauen wir noch wegen der Hosen. Robuste Hose 8, Reisehose 5. Was anderes haben wir noch nicht. Da nochmal die robuste Hose. Zweimal. Dann passt das auch. Du kannst dabei no backing down now. Du kannst dabei Arbeiter spielen. Und du brauchst nicht. Falsche Taste. Du brauchst nicht, Nathalie, du brauchst nicht kochen. Brauchst du nicht. Das macht schon so andere Dame. Genauso wie forschen brauchst du momentan auch nicht. Genau, kochen, forschen brauchst du nicht. Alles andere kannst du machen. Cold afternoon. Ja, ich glaube, dass der kalt ist. Du musst jetzt die Hosen bauen, Fräulein. So. Das mit der Falle, das kannst du mal Zielmenge erreichen, das können wir mal vergessen. Falle Zielmenge erreicht, wie gesagt, haben wir gerade gebaut, das ist schon mal gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Köcher und einen Bogen. Kriegshammer auffüllen, braucht man nur insgesamt 5, nicht auffüllen, sondern einmalig. Zu peu à peu, werter Freund, peu à peu. So, da braucht man noch benötigt Wasser. Ah, das habe ich jetzt nicht gedacht. Machen wir die Tasche, bitte. Ei, ist das ein hässliches Video und jetzt läuft es da ohne Hosen rum. Da friert man ja richtig selber. Da ist man selber richtig kalt. Du hast den Kriegshammer fertig. Wo räumst du den hin? Hallo? Freund? Hm. Hm. Hat jetzt den Kriegshammer hingeräumt? Man weiß es nicht. Ist das eins auch wieder? Ein Ekel auf der Sau wieder. Ein Pilz, eine Zwiebeln. Den habe ich schon drin. Ich habe eigentlich nur noch Pilze, ich habe kein Fleisch mehr. Muss mal jagen gehen. Muss mal jagen gehen, es hilft nichts. Da haben wir noch das, das kriegt der andere. Da ist der Kriegshammer. So, der Kriegshammer hat 31, die Keule hat 26. Also benutzen wir in Zukunft. Kriegshammer, den ich nicht benutzen kann, weil Stärke 2 benötigt. Eieiei, muss man Stärkebuch lesen. Wo du? Curious times we live in. With talk of wars and rebels and such. Genau, so weit bist du dabei mit bewaffnet. Das kann weg.
Pusht die Ecke zu. Ecke zu. Dann kriegst du den ersten Kriegshammer. Ja, bitteschön. Und du? Snow's coming. Best stock up on firewood. Passt schon. Wo ist die andere Dame? Die läuft da hinten rum. Die hat gar keine Waffe. Die kriegt jetzt mal die Keule. Personalmanagement. Uiuiui. I'm working. Ja, du wirkst. Der Brafi. Da hast du noch Keule dazu. Du kannst übrigens ein bisschen wehren. Sind die Hosen schon fertig? Oh, die müssen schon fertig sein. Das schaut sexy voll aus, wenn ich da so rumlaufen gehe, aber da friert die wie Sau. Überaus gibt es noch ein bisschen mehr Rüstung. Bitteschön. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt ist die Atzung. Jetzt brauchen wir nur das eine Backerl, ein paar Hosen. Du bist fleißig am Herstellen. Was stellst du her? Ein Köcher. Ist gut, dann nehme ich mal gleich. Danke. I'm working. Ja, ja. Kraft bist. Da hast du deinen Köcher. Wenn der Kollege nur den Bogen macht. Alle Hammer kriegst du nicht genug Ressourcen. Zielmenge erreicht für ein paar Beil. Das ist schon mal gut. Ja. So, wo wollen wir unser erstes Lager aufstellen? Entweder da rum, Kupfer, beziehungsweise da Kupfer und ein paar Schilf gleichzeitig. Kann man das da herbauen? Oder erst Zinn und Lehm, dann darf man es da in die Mitte bauen. Das ist die Frage. Fragen aller Fragen. Die sind es auch wieder. Ich würde mal Stärke lesen. Haben wir noch Stärke irgendwo? Ja. So, Stärke lesen. Nochmal das Problem mit den Wölfen, gell? Ich glaube, da macht mehr stehst du drin. Zinn und Schlamm. Aber jetzt schauen wir erst einmal noch vorbei, ob der andere das Zeug schon fertig hat. Was wir hier abholen sollen. Die Karawanenteile. Brauchen wir da hinten ein Lager. Brauchen wir da ein Lager, ein Wohnhaus auf jeden Fall, ein Lagerfeuer, dass sie was brutzeln können. Jetzt kann ich da nicht herporten, weil da Banditen sind. Oh, scheiße Dreck. Ein Bergbaulager und eine Lehmhütte. Lehmhütte, Bergbaulager, normales Lager, wo es eingelagert wird, ein Wohnzelt und ein Lagerfeuer. Jetzt gehen wir hier. Na, da bestimmt die Banditen in der Nähe, müssen wir aufpassen. Oder nicht? Gut. Glück gehabt. So, jetzt schauen wir, ob der das fertig hat. Hüpf. Bist du fertig mit deiner Aufgabe? Das ist nur ein Job. Greetings. Greetings. Sind die Werkzeuge fertig? I'm a man of my word. Here they are. Na, endlich. Safe travel to hell. Was ist los? Du hast nur Fragezeichen. Greetings. Kann ich dir helfen, Can you help a man in dire need? There was an incident, a suspicion. My tool shed was attacked at night by boars, and now I can't find my tools. I have a lot of work to do, and I can't find them by myself. But of course, thank you. And be careful, the boars are vicious. Aha, die Ebo haben sein Werkzeug verzogen. Nicht sehr realistisch, mein werter Freund. Nicht sehr realistisch. Wahrscheinlich hat er im Fußsuff zu
irgendwo gestolpert und hat es liegen lassen, das Zeug. So schaut es in ihr ein. Wie wenn der Eber das Werkzeug klaut. Eher nicht. Es wird eh schon wieder dunkel. Im Winter wird es im Frühjahr dunkel, gell? War denn das Eberzeug? Liegt das da in der Nähe? Bringe vier Werkzeuge zum Zimmermann. Folgen. War da oben. War ja gleich ums Eck. Schauen wir, ob da wirklich Eber rumstehen. Oder Banditen. Okay. Steckt gar nichts rum. Verlorenes Werkzeug. Einmal. Bitte sei noch nicht im Bett, es ist noch nicht so spät. Wo ist er? Müssen erwischen, bevor er ins Bett geht. Bleib stehen, netter Freund. Tend the livestock, keeping them fed and watered. I need to work. Bezüglich deines Werkzeugs. How is your search going? Und soll I don't know how to thank you. Ja. Handwerkforschung Stärke bitte. Danke. Bitter cold today. Best. It's not often that a stranger comes. These lands are my home. Okay. Erst nur ein Haus, bevor wir mitnehmen. Aber gut. Looking for trouble? Das Wagenteil abgeben, dann was ein erfolgreicher Tag. Restaurierung, nein, nicht Restaurierung. Vergraben, ist da was. Don't try anything stupid. Aber das schafft man nicht mehr jetzt. Hängen jetzt alle ins Bett. Ich würde schon mal, ich muss gegen Eber kämpfen, weil die das Werkzeug in ihren Zart haben. Oh, Gott sei Dank nicht. Da ist ein Zinn vorkommen, da schauen wir noch, ob noch kleine Zinnbrocken rumliegen, dann füllen wir uns nur auf. Down, down, down. Not we looking for that Zinn, ne? It's down. Nein, da ist das Zinn. Guck, jetzt liegt da rum, nehmen wir auch mit. Jetzt wird's aber hell. Jetzt bin ich wieder vorbei. Der Schneesturm ist vorbei. Jetzt wird's wieder heller. Hoppa. Dann. Wo ist Minima, was wir so rumliegen sehen? Ich sag mal, ob sie was mitnehmen. Das ist das. Der Wolf. Der interessiert uns nicht. Jetzt kann ich aber nicht warten, weil der Wolf da rumsteht, oder? Wo ist er denn? Wo ist er? Ah!
kleiner Wolf. Auch du wirst deinen Teil beitragen. Nahkampfmenü. Sonnental. Home Sweet Home. Da kommt dann das Dorfzentrum her. Mhm. So, wir haben da dabei, das braucht man nicht, das brauchen wir, das brauchen wir, das können wir da einer da. Das auch. Nein, das nicht. So. Wo ist Fleisch? So, an der Kartone, das Stärkebuch auch, weil wir lesen mal das andere gerade noch. Tagebuch, Technologiebaum 999. Geht auf jeden Fall schon noch einiges da. Brunnen, Dorfbrunnen, Weberhütte, Drescher. Dazu müssen wir den Bauernhof bauen. Wie läuft da die Forschung? Jetzt waren wir alleine noch. Ja, momentan schaut es ein bisschen mau aus. Aber jetzt kommt der Frühling. Okay, ich sage wieder danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Haben wir einige Aufgaben erledigt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ihr lasst ein Like und einen Kommentar da. Und dann sage ich Servus.